Matthäus. Ja, deiner Wecker. Also für mich jetzt eigentlich nicht. Morgen, wir haben heute den 28. Juli und wir nehmen euch heute mit. Ihr habt es gesehen, wir sind schon um 4 Uhr aufgestanden, um 12 Uhr ins Bett, war wieder eine kurze Nacht. Und wir nehmen euch jetzt mit, wir sind heute in einem Laubwald. Bis jetzt waren wir Nadelwald, also Fichte, Föhre und so. Und heute sind wir mal ein bisschen südlicher und schauen wir uns das Ganze mit euch einmal im Laubwald an. Kommt mit. So, wir haben jetzt zwei Schützen heute, was im Wald immer ein Vorteil ist. Also wir machen 180 Grad der, 180 Grad der. Das teilen wir jetzt ein, stellen wir sie auf und schauen wir, was passiert. Ich bin da guter Dinge. Und dann steht die da und der Hans sagt, hey, Bock, Bock. Und ich bin aber auf den fixiert gewesen, der weggesprungen ist. Das war jetzt aber eh der.
Super. Ja, da muss ich jetzt das sagen, bin jetzt gespannt, was der im Tag gestampert hat, weil der, was da weggesprungen ist, hat auch hoch aufgehabt. Jetzt bin ich gespannt, was da. Das war der Roder. Okay. Aber der hat aber sicher so viel überlascht. Aber das waren, der hat, das waren sicher zwei Pick. Das waren, ja, das glaube ich schon. Ja, ich glaube, dass der zurückgekommen ist jetzt. Aber da ist nichts rumgekommen, das wird da oben. Das ist nachher. Jetzt ganz so. Unten am Feldrand, sicher das Reh raufgekommen. Nicht? Jetzt sage ich jetzt, da ist ein Bock unten. Ne? Also ich habe da ein Reh unten. Und dann habe ich runtergeschaut, habe ich gesehen, diese. Ja, ich glaube, dass der ist da der abgesprungen. Ich war ja am Nachher. Und dann habe ich ihn aber nicht mehr verfolgt, weil der Hans gesagt hat, rechts steht der Bock. Aber der hat uns schon fixiert gehabt, ja. Und wie ich mit Draht habe. Ja, der war zu nahe schon dran, der war wirklich da. Das wird 25 Meter gewesen sein. So, wir haben jetzt den ersten Stand geplattet. Das war Wahnsinn. Es sind drei Bäck gesprungen, ein Gas mit Kids. Zwei Bäck davon haben wir. Der dritte ist zu nah gesprungen. Und was wir da jetzt, das ist eine durchforstete Kultur. Da haben wir jetzt natürlich das Glück gehabt, dass wir weit ausgesehen haben. Es werden heute noch schwierigere Stände kommen. Aber halt der große Vorteil vom Laubwald ist halt, was uns jetzt viel geholfen hat. Wir haben die Bäckkämmer gehört. Das ist halt jetzt, gerade wenn es ist, die letzten Tage war da herunten nicht viel Niederschlag. Und da ist es halt schon richtig super, wenn man das auch ein bisschen akustisch wahrnimmt. Ja, der Matthias und der Lucke sind einmal runtergegangen. Die holen einmal das Wild oder schauen einmal zu den Stücken und wir gehen da jetzt damit runter. Ja, ist super gerannt. Ein Stand, drei Bäck gesprungen, zwei Hammer. Super Schussleistung, super Bug. Alter Waldbug, Jahrling Abschussbug, passt ganz perfekt. Wir nehmen da jetzt einen Lucke. Freut mich, ein ganz kräftiges Weidmannsheil. Danke. Ja, passt gut. Traumhaft. Nehmen wir mal noch einen Bruch, oder? Ja. Man sieht halt schön, Ansatz von Dachrosen, sitzt tief, sehr tief. Ist jetzt kein Riegel-Priegel-Bug, also man sieht gerade ein bisschen über Lasche hoch. Aber ein ganz perfekter alter Waldbug. Ganz, ganz super. Mhm. Ich lasse die Vorrange. Super Natur, Junge. Wie ihr gesehen habt, erster Stand sind wir fertig. Der Luke und der Matthias holen jetzt schön das Auto. Wir versorgen das Wild. Es ist 7:15 in der Früh. Es ist gut bewölkt. Es wird heute im Wald relativ lang gehen zu platten. Solange wir so einen Schatten haben, weil dieses Schattenlichtspiel, also das gefällt dem Bäck dann nicht so, wenn wir da sehr viel Sonneneinstrahlung haben, das wird heute über den Tag gut passen. Wir haben zwar nicht so viel Zeit, weil wir müssen weiter und der Hansi muss heim, aber es wird jetzt bis 9 Uhr circa, wenn wir platten, und ich bin guter Dinge, dass das relativ gut rennen wird. Den Föller, was wir da jetzt machen hätte können, wir haben nur dreimal ganz sanft nur kommunikationslaut einblasen, ist schon der Bock gesprungen. Und mit dem Schuss mit dem Schalldämpfer im belaubten Wald war das wirklich nur so ein Pupp. Und wir haben dann 5 Minuten gewartet und haben weitergeplattet. Und dann ist der zweite Bock gesprungen, noch zwei Bäck gesprungen, ein Gas mit Kids gesprungen. Also da wirklich, wenn man die guten Stände hat, nicht gleich nach dem Schuss aufspringen, wie bei allem, nie nach dem Schuss gleich aufspringen, warten, setzen lassen das Ganze. Und man hat gesehen, jetzt hat es auch Erfolg gebracht.
Ja, wir haben jetzt den Stand 2. Komische Sache. Wir sind gut gesprungen, 4 Gars. Ja, am Kitzfiebdamm. Also sehr interessant, überall anders. Kommen die Bäck mit oder sind die Bäck bei den Gars? Da weiß ich nicht warum. Aber sind jetzt nur Gars gekommen. Es ist da ein Waldrevier reines. Rundum und um sind die Felder schon draußen, steht nicht mehr der Guggerutz. Also wild ist gut herinnen. Aber ja, wie gesagt, der Matthias hat einen Huscher gesehen, da weiß man nicht, was es war. Aber sonst sind jetzt 4 Gars gesprungen. War zwar spannend, aber ja, es war nur spannend. Es ist ein paar gesprungen, aber ja, passiert halt auch manchmal, wenn man nicht weiß, von wo die Stickeln genau kommen, dass er uns den Wind gekriegt hat. Wind hat da jetzt nicht gepasst. Ja, ist halt so beim Jagen. So, wir sind jetzt fertig, haben zum Schluss noch eine lustige Szene gefilmt, oder der Matthias filmen können, aber dazu machen wir noch mehr gleich. Der Luki hat leider einen Termin und muss uns verlassen. Ich wollte mich nur recht herzlich bedanken, dass wir bei dir sein haben dürfen und das filmen haben dürfen. Und ein kräftiges Weiß und Seil, wir sehen Sie die nächsten Tage. Wir sind jetzt fertig für heute. Es war ein super Tag, also es hat ganz gut angefangen mit Stand 1 und hat dann war gar nicht so schlecht hinten nachher. Also sind dann 4 Gars gesprungen, dann ist einmal ein ganz alter Bock gesprungen,
der uns leider im Wind gekriegt hat. Und jetzt am letzten Stand war noch ein Dammtier mit Kalb. Das ist recht eine lustige Sache, das passiert immer wieder, dass die auf diese Fieptöne auch zustehen. Das ist beim Dammwild eine Sache, die wir jedes Jahr das eine oder andere Mal so erleben dürfen. Es war dieses Mal ganz super, weil gefilmt, ja. Der Matthias das gefilmt hat, durchs Zielfernrohr, durch Detektorcamp, war ganz eine super Sache. Also das war schön anzuschauen, aber das habt ihr jetzt auch schon im Video gesehen. Gesamt zusammenfassend für die letzten Tage, es war teilweise ein bisschen zach, aber wir konnten jeden Tag unsere Stickeln kriegen. Es waren großteils alte, passende Reifeböcke oder Abschussbeck. Es hat komplett gut gepasst. Wir haben die Wetterkapriolen von bis durch gehabt. Wir haben Sturm gehabt, wir haben Regen gehabt, wir haben extreme Hitze gehabt. Also warm war es halt, wie es halt im Sommer so ist. Und für das muss man sagen, wir haben sie die Situationen immer relativ gut anpassen können. Wir haben jeden Tag unsere Stücke gebracht. Es war eine super Vorprunft. Und ja, jetzt schauen wir mal, was der Rest der Prunft noch so bringen mag für uns. Ja, in dem Sinn möchten wir sie, wir zwei, Hansi und das ganze Team, wir wollen sie alle miteinander noch ganz recht herzlich bedanken, bei allen, die was uns das ermöglicht haben, wo wir jetzt die letzten Tage waren. Ganz speziell beim Alex, bei der Marie und beim Schwiegervati und beim Luki. Ein herzliches Danke für uns alle, dass wir kommen haben dürfen und die ganze Prunft mitfilmen haben dürfen für euch. Und ja, auch an alle drumherum, die uns verköstigt haben, in Alex seine Mama ganz speziell, die geschaut hat, dass wir jeder sicher 2 Kilo mehr Bauchfleisch haben. Die war sehr besorgt um uns, dass wir vom Fleisch fallen. Es war ganz super, also wir sind überall bestens aufgenommen worden. Es war kein Problem, dass eben das Filmteam mit ist. Was ja nicht immer selbstverständlich und alltäglich ist. Da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, dass ihr uns das ermöglicht habt. War eine super Vorprunft und wir werden jetzt dann in die Hauptprunft übergleiten. Ich möchte mich auch nochmal kurz zu Wort melden und zwar als der Kameramann und der Videocutter im Hintergrund. Ich möchte mich vorab gleich bei euch auch für, ja, ein bisschen entschuldigen für gewisse verwackelte Bilder oder oft ein bisschen zu dunkel. Es ist einfach nicht einfach, das Wild so einzufangen, weil wir doch schauen möchten, dass die ganze Sache da realistisch und ja, eigentlich real gedreht wird. Und wie das auch schon in der Jagd so ist, das Ansprechendste an der Jagd ist das Ansprechen vom Wild. Genauso auch mit der Kamera passend sehzwar und das Wild einzufangen. Wir schauen ja eh, dass wir immer am Ball bleiben, deswegen auch die Dacta-Cam, also die Dactary-Cam, wie ich sage, was der Matthias sich zugelegt hat, das habt ihr auch schon in den vorigen Videos gesehen, das wirkliche Ansprechen durch das Objektiv, dass wir auch das einfangen können und rundhalten können. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn euch das gefällt, was wir machen. Bitte abonniert den Kanal, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, da würden wir uns auf jeden Fall richtig freuen drüber. Gut, hat uns sehr gefreut. Wir verabschieden uns, freuen uns schon aufs nächste Video und wünschen euch alle ein kräftiges Weidmannsheil. Viert euch.